Österreich wählt einen neuen Bundespräsidenten. In der Stichwahl treten der Grünen-Politiker Alexander Van der Bellen und der Rechtspopulist Norbert Hofer an. Im ersten Wahlgang im April landete Hofer auf Platz 1, bei der Stichwahl im Mai lag Van der Bellen knapp vorn. Wegen Unregelmäßigkeiten wurde die Stichwahl jedoch annulliert. Van der Bellen gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Wien ab. Wahlkampf findet ein gutes Ende, hoffe ich. Das eine Jahr war schon sehr interessant, aber auch anstrengend und jetzt ist es Zeit, dass es ein Ende hat. Hofer hingegen wählt in seinem Heimatort Pinkerfeld. Die Abstimmung wurde von beiden Seiten als Lagerkampf gesehen und zeigte eine starke politische Polarisierung des Landes. Mit der Wahl findet ein Dauerwahlkampf sein Ende, der teils bitterböse Züge angenommen hatte. Mit ersten Trends wird nach der Schließung der Wahllokale am frühen Abend gerechnet.